Sind wir stagniert, kommen wir nicht im Leben weiter. Wie man diese Blockade auflösen kann, das verrate ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Benjamin Santana von der Face Reading Academy. Heute möchte ich dir von einem Erfolgserlebnis erzählen, welches ich mit einem Kunden hatte in einem Reading. Ein Kunde buchte ein Reading bei mir mit drei folgenden Themen. Einmal Persönlichkeit, Charakter, Lebensaufgabe und Talente, als auch Beruf. Nach einem kurzen Gespräch sind wir auch recht schnell in das Reading hineingegangen und so wie wir Face Reader sind, fangen wir immer mit der Gesichtsform an. Und in diesem Fall hatte der Kunde eine besondere Gesichtsform, weil sie war eine Jade-Gesichtsform. Warum ist das jetzt besonders? Jade-Gesichtsformen sind häufig bei Frauen angesiedelt. Und somit hatte ich auch meine ersten Informationen über meinen Kunden. Weil die Jade ist ein sehr kreativer Mensch, ein Mensch, der neugierig ist, wissbegierig, sehr soziale Wesen und möchte eigentlich immer etwas an sich verbessern. Ich schaute mir also diese Gesichtsform an, ging auf die ganzen Merkmale ein, um einen tieferen Blick zu bekommen über meinen Kunden und forschte und analysierte und mir fiel irgendwie auf in seiner Körpersprache, dass er ein bisschen zaghaft war oder ein bisschen blockiert war. Und ich erklärte mehr und mehr ein bisschen über seine Persönlichkeit und da fiel mir etwas auf in seinem Gesicht und das war, dass sein Kinn sehr rötlich war. Als neugieriger Mensch fragte ich natürlich nach, dein rötliches Kinn, ist das schon länger rot oder ist es erst seit kurzem? Der Kunde sagte, das hat er schon seit einer Weile und es ist ihm nicht großartig aufgefallen, aber es ist schon eine Weile da. Daraufhin war meine zweite Frage, ist es vielleicht ein organisches Problem? Also fragte ich, hat er irgendwelche Probleme im Unterleib? Also was könnte das sein? Vielleicht Blasenentzündung oder er lässt sehr viel Wasser in der Nacht oder muss mehrmals aufstehen oder hat sogar Probleme im unteren Rückenbereich. Er sagte, körperlich wäre er ganz fit, die Blase wäre auch ganz in Ordnung und er hätte organisches überhaupt kein Problem. Was natürlich mich ein bisschen erleichtert hat, weil zumindest körperlich hat er dann keine Probleme. Ich schaute weiter und dachte, okay, wenn es dann nichts körperliches ist, dann vielleicht ist es etwas Emotionales oder ein Gefühl. Ich forschte, schaute mir das Gesicht ein bisschen genauer an und sah, dass sein Gesicht ein bisschen blasser war als normal. Und mit zwei, drei Merkmalen weiter und in dem Gespräch merkte ich auch, wie er seine Gestikulation und den Körper bewegte und es war sehr, sehr blockiert. Und da fiel mir nur eine Frage ein, die ich ihm stellte und dann sagte ich, vor welcher Entscheidung hast du Angst? Der Kunde war total erschreckt, frierte auch ein und sagte, hey Benjamin, das ist genau der Grund, warum ich heute zu dir gekommen bin. Ein Freund hat mich empfohlen, dass ich zu einem Face Reading bekomme, weil ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist, ich kann mich nicht entscheiden. Ich fragte, entscheiden, warum? Weswegen? Und er sagte, ja, ich bin momentan angestellt und verdiene gutes Geld, es ist sicher, es ist in Ordnung, aber ich möchte mich irgendwie weiterentwickeln, also in die Selbstständigkeit. Und dort auch mehr im sozialen Bereich, dass ich anderen Menschen helfen konnte. Zumindest war das die Aussage. Und ich so, ah, okay, gut. Das macht dann zumindest Sinn, warum er diese drei Themen gebucht hat. Mit Persönlichkeit, Beruf und Lebensaufgabe und Talente. Daraufhin sagte ich, bei dem Paket, wunderbar, dann können wir nochmal instinktiv tiefer nochmal reingehen in dem, was dein Körper als auch dein Gesicht offenbart und sagt, damit ich dir auch einen guten Ratschlag am Ende des Readings geben konnte. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also sein Kinn war ein bisschen rötlich und entzündlich. Und wir wissen als Face Reader, dass das Kinn für Moral, Prinzipien als auch die Durchsetzungskraft steht. Als weiteres Element oder Technik, die ich da benutzt habe, war, dass
das Kinn in diesem Bereich von den fünf Elementen das Wasser entspricht. Und beim Wasser, und wenn wir ein Kinn beschreiben würden, wie würde ein Wasserkinn aussehen, dann wäre es sehr, sehr rundlich und schön geformt. Beim Feuerkinn wäre es sehr, sehr spitz. Und da ich noch ein weiteres Indiz bekommen habe, dass dieses Kinn rot ist oder flambiert, oder man könnte sagen, das Wasser ist am Kochen, hatte ich einen Hotspot. Gepaart mit der Gesichtsfarbe und der Körpersprache konnte ich darauf halt Rückschlüsse ziehen, dass es um eine Entscheidung zu tun hat. Und wenn ich die fünf Elemente noch dazu setze, dann ist Wasser auch immer oder häufig stagniert. Es friert ein. Muss natürlich nicht sein, aber man konnte es mit den ganzen Merkmalen nochmal verifizieren, dass es um Angst ging. Und deswegen fragte ich ihn, vor welcher Entscheidung hast du Angst? Ich konnte daraufhin durch seine Talente als auch seine Persönlichkeit, sein Potenzial, was er mitgebracht hat, ihm auch den Rat geben, in die Selbstständigkeit hineinzugehen. Er hatte viele Pluspunkte, in die Selbstständigkeit hineinzugehen. Nur, da er natürlich ein Jade-Gesicht hat, und das Jade-Gesicht ist prinzipiell jemand, der eher schüchtern ist, auch ein bisschen introvertiert, die sind zwar für neue Sachen offen, wollen die auch ausprobieren, springen auch ganz gern rein, aber haben auch immer so ein bisschen Angst oder sind schüchtern, diesen Schritt hineinzugehen. Und somit war diese Blockade typisch in dem Gesamtpaket, in seinem Gesicht zu sehen. Und mein Ratschlag war für ihn, da er als Jade-Gesicht ein bisschen schüchtern und ein bisschen braucht, um aus den Puschen herauszukommen, dass er sukzessiv sich mehr und mehr in die Themen hineinarbeitet, die für die Selbstständigkeit zielen, und dass er sich vertieft durch Workshops oder andere Sachen sich spezialisieren kann in dem Bereich, was ihn wirklich interessiert. Nach dem Gespräch schaue ich immer ganz gern, wie mein Kunde oder wie die Ausstrahlung ist, und ich konnte sehen, dass ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Hoffnung in seinen Augen vorhanden waren. Seine Körpersprache war auch ein bisschen gelöster und weicher. Und tatsächlich, sein Kinn war auch ein bisschen heller. Es war nicht mehr so flambiert. Und somit hatte ich auch indirekt, konnte mir der Kunde natürlich durch die Körpersprache gleich signalisieren, dass diese Blockade, die er hatte, ob er jetzt nun angestellt bleibt oder in die Selbstständigkeit geht, ein bisschen auflösen. Da war ein bisschen Hoffnung. Da die Jade-Menschen immer sukzessiv Schrittchen für Schrittchen planen müssen, war mein Ratschlag, dass er sukzessiv diesen Wall, diesen Staudamm, der flambiert in seinem Kinn sichtbar war, langsam abgebaut wird. Und damit konnte er sich anfreunden. Wir sind so verblieben, dass wir uns noch mal in einem Jahr treffen, um dann genaueres zu sehen, wie er sich dann entscheidet. Wenn du eine Blockade oder eine Stagnation hast oder einen Ratschlag brauchst und weißt nicht, gehe ich nach A oder gehe ich nach B, dann kann dir vielleicht ein Face-Reader helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du ein persönliches Reading gerne bei mir buchen möchtest, würde ich mich freuen, dich in einem Reading zu sehen. Wenn dich dieses Thema interessiert, abonniere unseren Kanal. Ich freue mich auf dein Like. Und wir sehen uns.